Im Honig sind über 100 wertvolle Inhaltsstoffe. Da sind Antioxidantien drin, Enzyme, viele bioaktive Stoffe. Aber für ein Pfund Honig muss eine Biene 3,5 Mal um die Welt fliegen. Was die sonst noch so drauf haben, die Bienen, und wie das mit der Honigproduktion funktioniert, auch hier auf der Hummelwiese, das verrate ich euch gleich. Das Bienenjahr, das beginnt für uns im August. Da legt die Königin die Eier für die Winterbiene. Die lebt dann 8 Monate lang und in der Zeit muss der Stock richtig stark werden. Die maigeborene Biene, die lebt nur 6 Wochen, denn die muss richtig rackern. Die muss Blüten besuchen, die muss die Larven füttern und die muss den Stock bewachen. Um so ein ganzes Bienenvolk zu ernähren, das besteht ja aus 30.000 bis 40.000 Bienen, brauchen die im Jahr ungefähr 30 Kilo Pollen und noch mal die gleiche Menge an Honig. Das ist in jedem Fall mal die Menge an Honig, die dem Imker bei der Honigernte fehlt. Und was ihr im Hintergrund seht, das ist unsere alte Linde. Da haben wir einen Wildbienenstock angesetzt. Den will ich jetzt nicht stören, weil die sind gerade mitten im Aufbauen. Ganz erstaunlich ist übrigens, und das ist der Grund, warum so ein Stock so schnell anwächst, ist, eine Bienenlarve nimmt in nur 6 Tagen das 500-fache ihres Körpergewichts zu. Das wäre ungefähr so, wie wenn ein neugeborenes Baby in einer Woche 1600 Kilo wiegt. Jeder Hobby-Imker, und davon gibt es ja heute eine relativ große Menge, weiß, dass Imkern ein sehr zeitaufwendiges Hobby ist. Früher ist es ein Fulltime-Job gewesen, das sieht man hier schon an den Geräten. Hier zum Beispiel an diesen alten Bienenstöcken, da gab es keine Plexiglasscheiben, wo du mal öffnen konntest und hast reingeschaut, wie es gerade der Königin geht. Es gab keine elektronische Schleuder, sondern man hat es mit diesem Gerät, mit einer Handschleuder machen müssen. Und als Schutzausrüstung gab es im Prinzip nur so einen Holzring mit einem Drahtgitter vorne drauf. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, Imkern ist eine Tätigkeit, die ja im Sommer stattfindet, hat man ordentlich geschwitzt drunter. Die erste Nahrung im Frühling für so einen Bienenstock sind übrigens Haselnuss- und Weidenblüten. Das ist das Erste, was blüht. Und vorher macht es auch wenig Sinn, weil bei unter 10 Grad fliegt eine Biene gar nicht raus aus dem Stock. Apropos Fliegen, so eine Biene fliegt in 2 Minuten 1 Kilometer weit. Und ein ganzer Stock 30 bis 40 Millionen Blütenbesuche, und zwar pro Tag. Das heißt, wenig Bienen, verdammt wenig Obst. Wenn ihr also das nächste Mal in ein Honigbrot beißt, denkt daran, dass eine Biene dafür ungefähr vom Mondsee bis nach Hamburg fliegen muss.